Halleluja, vielen Dank, Samuel. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich will gleich fortfahren und darüber sprechen, wie wir das Erbe Gottes einnehmen können, das Erbe, was Gott für uns hat und wie Gottes Wort wesentlich darin ist, uns das Erbe zu vermitteln, wie Gott sein Wort gebraucht, um unsere Seele, unsere Gedanken zu verändern und uns fähig zu machen, das ganze Erbe einzunehmen. Und ich möchte euch bitten, eure Bibeln aufzuschlagen in 1. Mose 27. Und ich möchte aus dem Leben von Jakob eine euch wohlbekannte Gegebenheit vorlesen. Ihr wisst, Jakob konnte nur in die Gegenwart des Vaters hineinkommen, weil er ein Opfertier hatte. Er musste seinem Vater ein Mahl zubereiten. Dazu musste Blut vergossen werden. Er hatte ein Opfer, durch das er hineingelangen konnte in die Gegenwart Gottes. Und ich lese jetzt direkt über diese Begegnung zwischen Jakob und seinem Vater, die auch für uns ein Vorbild ist, wie wir Gott begegnen können und was Gott über uns ausspricht an Segnungen, so wie Samuel gerade das wunderbar aus dem Wort Gottes für uns herausgearbeitet hat, auch aus dem dritten Johannes, dass Gott möchte, dass es uns in allen Dingen wohle geht und dass wir in allen Dingen gesegnet sind. Und genau, wir lesen 1. Mose 27 ab Vers 26. Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm: Komm her, mein Sohn, und küsse mich. Und er trat hinzu und küsste ihn. Und als er den Geruch seiner Kleider roch, segnete er ihn und sprach: Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom fettesten Boden und Korn und Most in Fülle. Völker sollen dir dienen und Geschlechter sich vor dir beugen. Sei ein Herr über deine Brüder und die Söhne deiner Mutter sollen sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir flucht, und gesegnet sei, wer dich segnet. Amen. Mit anderen Worten, Isaak hat mit diesem letzten Satz, den er gesagt hat, verflucht sei, wer dich verflucht, und gesegnet sei, wer dich segnet, den Segen Abrahams ausgesprochen über dem Leben von Jakob. Diesen Segen, den Abraham schon empfangen hat, den Gott ausgesprochen hat über dem Leben Abrahams, der Segen, der weitergereicht worden ist auf Isaak und den Segen, den in diesem Moment Isaak weitergibt an Jakob. Und dieser Segen Abrahams ist dir und mir ebenso zuteil geworden in Christus Jesus, der zum Fluch geworden ist, damit wir Erben der Segnungen Abrahams würden, der in allem gesegnet war. In allem gesegnet war. Er hatte keinen Mangel an irgendetwas. Er kannte, so wie Samuel das auch gesagt hat, solche Mara-Zeiten, solche bitteren Zeiten. Seine Zeiten, die bitter waren, waren ziemlich lang. Er hatte ziemlich lange Abschnitte seines Lebens, die nicht positiv waren oder die nicht so einfach waren. Er hat längere Zeit zu kämpfen gehabt, zum Beispiel seinen Isaak überhaupt auf die Welt zu kriegen. Er hat 25 Jahre darauf warten müssen. Er hat nach Ismael ungefähr 13 Jahre Sendepause mit Gott gehabt. Jedenfalls, wenn wir das an der Stelle so verstehen, dass tatsächlich nach Ismael bis zur Beschneidung, und er war, ich glaube, 12, als er beschnitten wurde, gab's die zumindest berichtet uns die Schrift in der Zwischenzeit nicht davon, dass Gott nochmal direkt zu ihm gesprochen hätte. Von daher, er hatte solche Phasen, die waren herausfordernd, solche Situationen, die waren bitter, aber am Ende seines Lebens war er alt, lebenssatt und in allem gesegnet. Und diesen Segen hat Jakob hier von Isaak bekommen. Und ich möchte darüber sprechen, wie wichtig das für uns ist, dass wir die Haltung haben, die Jakob hatte, als er da vor seinem Vater stand. Weil Jakob ging in dieses Zelt rein mit einem Essen und er ging raus ohne Essen. Und er hat hinterher eine Zeit lang wenig zu essen gehabt. Und im Sichtbaren hat er nicht viel erlangt. Aber der ganze Segen Abrahams war auf ihm. Warum? Weil sein Vater es über ihm ausgesprochen hat. Hinterher kommt Esau, sagt: Vater, gib mir auch einen Segen. Er sagt: Mein Segen ist weg. Ich habe ihn ausgesprochen über Jakob. Und ich will, dass du verstehst, dass das Erbe Gottes in seinem Wort steckt. Ich will, dass du verstehst, dass das Erbe Gottes zu dir und zu mir kommt, indem es über dir und über mir ausspricht. Und in dem Moment wird diese Sache Ja und Amen über deinem Leben im unsichtbaren Bereich. Jakob ist ab diesem Moment gesegnet. Jakob trägt ab diesem Moment den Segen Abrahams auf sich.
Abraham, Jakob ist ab diesem Moment im Vollbesitz dessen, was von Abraham auf Isaak gegeben worden ist, und Isaak hat es über ihn ausgesprochen. Und Jakob war so ein Mann, der im Glauben wandeln konnte, war so ein Mann, der im Glauben losziehen konnte. Er war jemand, der sich nicht hat durcheinander bringen lassen davon, dass auch in seinem Leben Mara-Zeiten waren, dass auch in seinem Leben Herausforderungen waren. Ihr wisst, er hat den Segen nicht ganz koscher bekommen, sondern er hat sich den Segen erschlichen. Und Gott hatte Bock, bevor er ihn segnet, an seinem Charakter zu feilen. Und Gott hat gesagt: Du hast einmal betrogen, ich betrüge dich 10-mal. Ich gebe dir jetzt einen Chef, Laban, und er wird dich 10-mal betrügen. Und du wirst richtig Fresse voll haben, richtig Schnauze voll von Betrügen, sodass du keinen Bock mehr hast zu betrügen, sondern dass du verstehst, der Segen kommt von mir. Und ich gebe dir den Segen und du musst ihn dir nicht durch Betrug erschleichen, sondern du kannst einfach zu mir kommen, wir ringen eine Nacht und danach geht's dir besser. So. So, oder auch nicht. Danach hinkst du zwar dein ganzes Leben, aber jeder wird sehen, dass du Gott begegnet bist. Und danach verändert sich alles für dich, für immer. Gott lässt solche Zeiten in unserem Leben zu, obwohl der Segen auf uns ist, obwohl der Segen ausgesprochen ist über uns, obwohl wir Gesegnete des Herrn sind. Wir sind Gesegnete des Herrn. Hat man bei Jakob erstmal nicht gesehen, man hat nur gesehen Lebensklatschen. Die Frau, in die er verliebt war, 7 Jahre musste er dafür dienen. Dann hat er die falsche gekriegt. Also der hat nur Lebensklatschen gehabt, andauernd. So, und er hat sich einfach nicht kleinkriegen lassen, der Typ. Und dadurch, dass er durchgegangen ist und festgehalten hat, er hat Gott versprochen, am ersten Tag seiner Flucht oder in der ersten Nacht seiner Flucht, hat er gesagt: Wenn du mich zurückkehren lässt zu meinem Vater und wenn du mich segnest, so wie du es versprochen hast und wie du es durch meinen Vater ausgesprochen hast über mir, dann werde ich dir den Zehnten geben von allem. Ich werde an diesen Ort zurückkehren und das Haus des Herrn bauen. Und Jakob trug diese Haltung sein ganzes Leben lang mit sich. Jakob war in dieser Haltung Diener Labans. Und er wusste, sein Segen kommt nicht von Laban, sondern sein Segen kommt von dem Herrn. Und der Herr hat Segen ausgesprochen über ihn. Und zwar nicht so Kleckersegen. Gott hat auch über dir keinen Kleckersegen ausgesprochen. Auch wenn du momentan vielleicht nur Klecker siehst. Es ist wichtig, dass du lernst, den Segen Gottes anzunehmen, so wie Samuel das auch vorgelesen hat. Gott hat dem Segen geboten, dich zu verfolgen, wenn, das ist nicht bedingungslos, wenn du Gott gehorsam bist, wenn du Gott dienst. Nicht nur der Gehorsam, sondern auch der Dienst ist eine Voraussetzung. Malachi sagt am Ende, wird Gott einen Unterschied machen zwischen dem, der ihm dient und dem, der ihm nicht dient. Und du hast es gerade gelesen in 2. Mose 23, dass Gott dienen die Voraussetzung ist dafür, gesegnet zu sein. Brot und Wasser wird gesegnet sein, Krankheit wird entfernt werden und keine Unfruchtbarkeit wird hervorkommen in seinem Volk bei denen, die ihm dienen. Und das heißt, es gibt gewisse Voraussetzungen, aber an die hat Jakob sich gehalten, aber er hat kontinuierlich im Glauben daran festgehalten, der Segen Gottes ist ausgesprochen über meinem Leben. Und der Segen Gottes, wie Isaak ihn über Jakob ausgesprochen hat, waren so fundamentale Dinge. Es waren nicht so fancy Schnörkeldinge, das waren so fundamentale, einfache Sachen. Korn, Most, den fettesten Boden und Tau des Himmels. Mir gefällt, dass er mit Tau des Himmels anfängt. Er sagt, aller Segen fängt damit an, dass es von oben nach unten kommt und liegen bleibt. Danach trachtet Gott nämlich in deinem und in meinem Leben. Und weißt du, Tau ist nur dann gut und hilfreich, wenn der Boden ihn aufsaugt.
Tau ist nur dann, Hiob redet darüber. Er sagt, und der Tau übernachtete auf meinem Zweig. Nun, wenn der Tau auf deinem Zweig übernachtet, hast du nichts davon. Sondern der Tau muss auf den Boden, wobei in Israel gibt es sogar ein paar Pflanzen, die gelernt haben, über die Blätter Tau aufzunehmen. Aber was ich sagen will ist, ob du jetzt die Pflanze bist, die über die Blätter den Tau aufnimmt oder ob du es über den Boden tust, ist mir egal. Durstig sind sie beide. So, von daher, Tau macht dann einen Unterschied in deinem und in meinem Leben, wenn wir durstig sind und es aufnehmen, uns ausstrecken danach, den Tau zu uns zu ziehen und uns davon zu benetzen und davon Fruchtbarkeit hervorzubringen. Und wir brauchen den Tau des Himmels. Wir brauchen diese Benetzung, die von oben kommt. Wir brauchen das immer und immer wieder. Und es ist eine grundlegende Voraussetzung für Segen. Dass wir immer und immer wieder uns dem aussetzen, von oben zu empfangen, von oben Benetzung, Segen, den Heiligen Geist zu empfangen. Und das sind grundlegende Dinge. Ich habe neulich den Männern im Gebet am letzten vergangenen, also Donnerstag vor einer Woche, gesagt, ich habe das Empfinden, wir müssen wieder Treue im Kleinen und Treue in den grundlegenden, einfachen Dingen zeigen. Und ich glaube, dieser gesunde Durst nach dem, was Gott von oben her gibt, den Tau, nach dem Tau des Himmels, der ist so eine fundamentale Sache, die Gott gebraucht, in dein und in mein Leben Segen hineinzubringen. Zweitens, vom fettesten Boden und Korn und Most in Fülle. Gott möchte, dass das Wort Gottes in deinem Leben in Fülle da ist. Gott möchte, dass der Most, die Freude des Heiligen Geistes, in Fülle da ist in deinem Leben. Das sind grundlegende, einfache Dinge. Grundlegende, einfache Dinge. Und ich möchte darüber sprechen, wie Jakob das Erbe Gottes für uns in Besitz nehmen können und dass wir eine geistliche Sicht darüber gewinnen, damit wir Glauben daran haben können, dass jeder Segen durch das Wort Gottes in unser Leben kommt. Dass Gott jeden Segen über uns ausspricht und dadurch den Segen uns mitteilt. Gott spricht dir seinen Segen zu und dann ruht der Segen auf dir und dann kommt der Segen in dein Leben hinein. Ich möchte, habe das im letzten Gemeindeabend schon vorgelesen, das Wort, aber möchte es trotzdem nochmal wiederholen aus Apostelgeschichte 20, Vers 32. War das genau der letzte Wunsch von Paulus für die Epheser, wo er alles reingelegt hat, was die zum Leben brauchen. Paulus hat auch wieder keine Schnörkel-Fancy-Sachen ausgesprochen, sondern Paulus hat auch die ganz fundamentalen, grundlegenden Dinge ausgesprochen. Die unaufregenden Sachen. Ich merke im Christentum manchmal, gibt es so solche Leute, die sind immer darauf aus, dass irgendwas ganz Besonderes passiert. Und wenn was nicht ganz besonders ist, dann ist es zu langweilig. Und Paulus sagt, ich schäme mich nicht, euch immer wieder das Gleiche zu sagen. Es ist einfach gut und du brauchst es einfach. Besser wird es nicht. So. So. Und es ist so. Und wir sollen nicht solche Neuerungssüchtigen sein, die ganze Zeit irgendwie irgendein neues Fancy-Zeug brauchen, sondern wir sollen es einfach zu den grundlegenden, fundamentalen Dingen hinhalten. Und wenn wir das schaffen, in diesen Dingen treu zu sein, dann können wir daraus enorme Kraft und enormes Wachstum und eine gesunde und solide Frucht in unserem Leben hervorbringen. Ja. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Er sagt aber, ich lege euch in die Hand Gottes. Mach dir bewusst, dass du und dein Leben in der Hand Gottes liegen. Du gehörst nicht mehr dir selbst. Dein Name ist eingeschrieben im Himmel. Du bist Eigentum Gottes. Du bist sein.
Und er ist dein. Ah, das bedeutet Bund. Meine Frau gehört mir und ich gehöre meiner Frau. Das bedeutet Bund. Du bist mit Gott im Bund. Du gehörst ihm und er gehört dir. Tolles Ding. Wirklich. Und zu wissen, ich bin in Gottes Hand. Das Fundament Gottes trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Sein. Der Herr kennt die Sein. Du liegst in Gottes Hand. Und ganz oft, wenn Krisen da sind, werden wir uns dessen erstmal wieder richtig bewusst, weil normalerweise im Alltag leben wir meist gar nicht so in dem Bewusstsein. Ich habe immer dann gemerkt, dass mein Leben in Gottes Hand liegt, wenn ich eine Kündigung bekommen habe. Kann ich dir sagen? Kommt dieses Schreiben, guckst du dir an und merkst, oh Scheiße. Und, und dann merkst du, der nächste Gedanke nach dem ersten Mist ist, Gott, ich liege in deiner Hand. Erinnerst du dich? Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Und dir das bewusst zu machen, das gibt unglaublichen Frieden. Ich weiß nicht, ich bin kein großer Fan von Maximilian Krah, dem Spitzenkandidaten der AfD. Aber als bei ihm jetzt richtig die Kacke am Dampfen war, weil sie haben ihn richtig dran gekriegt, ist er ja jetzt quasi rausgegangen aus dem Bundesvorstand, hat gesagt, als Spitzenkandidat verzichte ich auf weitere Wahlkampfauftritte. Und dann hat er getwittert und gesagt, man kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Das hat mir gefallen. Keine Ahnung, was da dran ist. Ich kenne den Mann nicht. Aber der Ausspruch zeugt für mich von der Demut und von dem Gottvertrauen. Als jemand, der eigentlich Spitzenkandidat seiner Partei für den Europawahlkampf ist und jetzt komplett verbrannt ist. Sein Name ist verbrannt, seine Reputation ist verbrannt. Wenn die AfD nicht gut abschneidet, werden sie es ihm ankreiden. Der Mann ist ab jetzt ein Hund, der den Schwanz einziehen muss und weglaufen. Trotzdem hat er diesen Satz ausgesprochen. Davor habe ich Respekt. Auf Twitter, heutzutage, als Spitzenpolitiker, davor habe ich Respekt. Und darin steckt für mich eine riesige Kraft, zu wissen, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und wenn ich das weiß, dann können auch die Umstände mir nichts anhaben. Deswegen sagt Paulus, ich übergebe euch Gott. Ich übergebe euch dem, dass ihr euch wieder neu bewusst macht, euer Leben steckt in der Hand Gottes. Was meinst du, wie lange und wie oft Abraham gesagt hat, hat er ja auch zu Gott gesagt, er hat gesagt, hey, ja, okay, toll, danke, du liebst mich, ich liebe dich auch, aber Erbe meines Hauses wird Eliezer von Damaskus, danke. Hat er so gesagt. Hey, der hat ehrlich mit Gott geredet. Er hat gesagt, hey, ich habe da noch so ein Problemchen. Und er hat ihm das einfach so vorgehalten. Gott gesagt, ja, ich weiß. Lass das mein Problem sein. Ich komme dich besuchen, kitzel deine Frau und dann wird es besser. Er hat sie zum Lachen gebracht. Und es kam Isaac hervor. Was war es? Das Wort aus dem Mund des Messias. Nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn haben. Hahaha, wie soll das sein? Aber das Wort trug diese Verheißung und dieses Erbe in sich. Und dieses Wort ist reingegangen. Dieses Wort hat einen Unterschied gemacht. Deswegen übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, weil das Wort trägt alle Gnade. Jesus Christus kam und das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Und das Wort Gottes ist voller Gnade und Wahrheit. Und das heißt, dass wir diesem Wort übergeben sind, bedeutet, dass wir Anteil bekommen daran,
für jede Situation unseres Lebens von Gott Gnade bekommen zu können. In keiner Situation unseres Lebens ausgeliefert zu sein. Es ist immer Gnade da. Immer Wohlmeinen Gottes über dir. Und das Wort vermittelt Gnade. Schau, Paulus ist auf einem Schiff, hat von Gott diesen Auftrag bekommen. Jesus hat zu ihm gesprochen und gesagt, nach dem, was du hier in Jerusalem erlebt hast, dass, so wie du in Jerusalem mein Zeuge warst, so wirst du auch in Rom mein Zeuge sein. Paulus macht sich auf die Reise, geht auf das Schiff, kommt in das Schiff hinein. Die ganze Mannschaft und der Kapitän und die Soldaten hören alle nicht auf ihn, als er gesagt hat, wir sollten hier Winterquartier machen. Sie sind weitergesegelt und in ihr eigenes Verderben hinein. Und dann kommt der Engel des Herrn zu ihm und sagt, Paulus, du wirst nicht nur überleben, sondern ich habe auch 253 Seelen auf diesem Schiff mit dir gerettet. Am nächsten Morgen sagt Paulus, so Männer, wir können aufhören zu fasten, wir können jetzt anfangen zu essen, damit wir wieder stark und kräftig werden. Der Gott, dem ich diene, hat seinen Engel zu mir gesandt und mir die Verheißung gegeben, durch sein Wort, dass wir alle überleben werden. Das hat er mitten im Sturm gesagt. Hat sich nämlich im Sturm überhaupt nichts geändert und hat gesagt, Leute, es ist vorbei. Wir sind raus aus der Sache. Wir werden alle überleben. Danach musste er noch verhindern, dass irgendwelche mit dem Beiboot abhauen, weil sie wurden nur in Gänze gerettet. Hat den Soldaten gesagt, ihr könnt nicht gerettet werden, wenn die abhauen. Haben sie das Beiboot weggeschmissen. Schmeiß deine Beiboote weg, du brauchst kein Beiboot. Bleib auf dem Schiff. Okay? Bleib auf dem Schiff, bleib dran, bleib bei dem Wort der Gnade und du wirst ankommen. Und du wirst ankommen. Und wenn du Schiffbruch erleidest, gehst du auf die Insel. Wenn dich die Schlange beißt, haust du sie ins Feuer und bekehrst den vornehmsten Leiter der Insel, indem du in seinem Haus die Leute heilst. Okay? Bringst Malta noch ein bisschen Gnade und dann kannst du weiterfahren. Alle lieben dich und winken zum Abschied. So, da haben sie, stell dir vor, du kommst auf die Insel, du bist Schiffbrüchiger, es ist kalt, du bist komplett durchfeuchtet, alles ist kalt, zittern. Dann beißt sich die Schlange, alle denken, du bist gestraft von den Göttern. Ja, Gott war er nicht, das war eine andere Story. Erst denken alle, du bist gestraft von den Göttern und jetzt wird und die warten darauf, dass du stirbst. Du haust das Viech ins Feuer und stirbst nicht. Dann sagen sie alle, du bist krass. Und dann fangen sie an, zu dir zu kommen und zu sagen, hey, wenn du so mit dem umgehen kannst, dann könntest du ja auch noch ein paar Leute heilen. Sagt, ja, mach ich. Und danach hast du Winterurlaub. Paulus hat Winterurlaub gehabt. Auf einer Insel, wo er nicht entkommen konnte. Er hatte ein paar Leibwachen dabei und er konnte bei dem Vornehmen, den er gerade geheilt hat, oder in seinem Haus geheilt hat, konnte er dann verweilen. Ich glaube, der hatte ein gutes halbes Jahr. Ich glaube, es gab wahrscheinlich wenig Gefangene, die so einen angenehmen Gefängnisaufenthalt hatten wie Paulus. Ja. Okay? Was war das Wort der Gnade war da? Und dieses Wort der Gnade hatte die Kraft, ihn aus allem rauszuhauen. Das Wort vermittelt dir nicht nur Gnade, sondern das Wort vermittelt dir auch dein Erbe. Das Wort vermittelt dir dein Erbe. Das sagt Paulus hier, er sagt, ich übergebe euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben. Und das heißt, wenn du an diesem Wort festhältst, dann erbaut dich dieses Wort. Und dieses Wort bringt in dir den Charakter und die Substanz und die Natur hervor, die du brauchst, um in den Segen Gottes hineinzukommen. Isaak hat Jakob die Hand aufgelegt, hat über ihm den Segen ausgesprochen und damit ist der Segen vermittelt worden und er war auf Jakob. Und dieser Segen
hat Jakob begleitet, und dadurch, dass Jakob den Glauben an dieses Wort und an diesen Segen nie aufgegeben hat, hat dieses Wort ihn auferbaut und ihm geholfen, innerlich daran festzuhalten: Tau des Himmels, fettester Boden, Korn, Most. Ich werde über meinen Brüdern sein. Wie? Keine Ahnung. Esau war der Jäger. Esau war der Starke. Nicht Jakob. Jakob war der Feine. Nicht der Schnelljäger-Typ. Damals galt das Recht des Stärkeren. Also, wie soll der unbehaarte, feine Jakob jemals gegen den robusten Esau Herr sein können? Wie soll er das durchsetzen? Kein Schimmer. Nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und Jakob hat vom Messias das abgerungen. Er hat gesagt: Du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und gewonnen. Der hat nicht nur Menschen besiegt, der hat auch Gott besiegt. Das mag ich. Mir sind diese Menschen in der Bibel besonders sympathisch, die das schaffen, Gott zu besiegen. Es gibt nämlich einige von denen. Es gibt Menschen in der Bibel, die Gott von etwas überzeugen konnten, was er ursprünglich anders machen wollte. Mose zum Beispiel. Samuel zum Beispiel. Abraham zum Beispiel. Und das waren solche Leute, die waren so gut mit Gott befreundet, dass sie sich eine gewisse Dreistheit erlauben konnten, ihm einfach zu sagen: Nein, lass uns das anders machen. Und Gott hat gesagt: Okay, wenn du es sagst. Stell dir vor, du stehst im Rat Gottes und du erhebst die Stimme, nachdem Gott gesprochen hat. Da gehört schon Wumms dazu. Da muss schon Schmalz drin stecken, ohne so eine Chutzpah, das muss jüdisch sein, so, ohne so Chutzpah, so Chutzpah ist so an Dreistigkeit grenzende, Mut. Einfach so. Und Jakob war so jemand. Abraham war so jemand, Mose war so jemand. Die haben sich Dinge getraut, du. Die haben auch mit Gott nicht hinterm Berg gehalten, wenn sie mit ihm mal eine Hüche zu rupfen hatten. Und das würde ich mir wünschen, dass wir manchmal im Gebet mutiger sind, Gott einfach so Sachen zu sagen. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, was für Gebete Gott manchmal erhört. In meinem eigenen Leben. Ich habe neulich die Erfahrung gemacht, ich bin richtig überrascht worden von der Gebetserhörung, weil ich habe es nicht mal für mich als Gebet deklariert gehabt. Ich habe vor Jahren mal ein Geschenk bekommen, dass jemand mir eine 500 Euro geschenkt hat für Klamotten. Und das war schön, mit einem 500 Euro Gutschein in der Tasche einkaufen zu gehen. Das ist super. Da habe ich nur gedacht: Ja, das ist wirklich cool. Ich bräuchte aber eigentlich 2000. Ein paar Jahre später, vor 14 Tagen, schickt mir Gott jemanden vorüber und er sagt: Ich habe es auf dem Herzen, dir Geld für Kleidung zu geben. 2000 Euro würde ich dir gerne geben. Ich dachte: Was? Das war nicht mal ein Gebet, ich habe einfach nur diesen Gedanken gehabt. Ich habe einfach nur den Gedanken gehabt. Du stehst vor einer neuen Zeit und du musst dafür richtig gekleidet sein. Gott ist gut. Und wir sollen in allem gesegnet sein. Also, das Wort seiner Gnade hat die Kraft, uns aufzuerbauen, weil letzten Endes Gott eigentlich möchte, dass dein Charakter und deine Persönlichkeit gesund wird und stark wird.
Weil wir müssen von innen heraus wachsen und wir müssen von innen heraus gesund werden, weil wir sind nicht gesund. Und er sendet sein Wort, damit sein Wort in uns Stabilität, Charakter und Kraft hineinbringt. Und das passiert immer dann, auch darüber habe ich am Freitag geredet, wann haben wir uns getroffen? Donnerstag, Samstag, ach, wann auch immer, Gemeindeabend halt. Als wir Gemeindeabend hatten, ich weiß nicht mehr, wann das war, die anstrengende Woche, sorry. Habe ich auch darüber gesprochen, dass Naomi so ein Riesen, oder die ganze Ruth-Geschichte diese große Lehre in sich trägt, dass Boas geblieben ist. Er ist nicht von Bord gegangen. Er ist geblieben in Bethlehem. Er hat gesagt, Herr, du wirst mich hier segnen auf meinem Land oder du wirst mich nirgends segnen. Ich bleibe auf meinem Land. Und wenn Hungersnot ist, bleibe ich trotzdem. Und so ist in ihm Stärke hervorgekommen. In ihm ist Stärke. Wie kommt die Stärke in uns rein? Indem wir festhalten an Gottes Wort, auch wenn die Umstände so aussehen, als sei Dürre. Ich vertraue mehr auf das, was Gott gesagt hat, als auf das, was meine Augen sehen. So war Boas. Er hat gesagt, du hast mir hier ein Erbteil gegeben, nicht in Moab. Kann sein, dass alle gehen. Ich bleib hier. Du wirst mich hier segnen müssen, Gott. So war Isaak übrigens auch drauf. In der Dürre erntete er hundertfach. Das heißt, er hat in der Dürre auf das Wort Gottes hin von dem wenigen, was er hatte, auch noch ausgesät. Weißt du, kriegt Rebekka genug Essen und wird satt oder sehe ich? In der Dürre ohne Wasser. Ich sehe. Es war ja nicht so, dass er zu Aldi gehen konnte, nachkaufen. So, es war so, Essen oder kein Essen? Mehl oder Same? Verstehst du? Du kannst es nur für eins nutzen. Und es war eine existenzielle Frage. Gott hat gesagt, seh. Okay, Herr, auf dein Wort hin. Hundertfach. In der Dürre. Also weißt du, wenn du eine gute Ernte machst, in der Zeit, wo du das absolute Monopol hast, weil niemand erntet, kannst du jeden Preis nehmen. Guck dir Josef an. Wenn die Leute hungrig genug sind, zahlen sie alles. Sie geben dir ihr ganzes Leben. Deswegen, nächster Vers. Und er wurde reicher und immer reicher, bis er überaus reich war. Weil er hat auf Gottes Wort hingelebt und sich nicht um die Dürre gekümmert. Momentan ist so eine Zeit. Und das liegt nicht an mir. Und es liegt nicht an dir. Momentan ist so eine Zeit. Trotzdem bereitet Gott etwas vor. Und es kommt auch noch mal eine andere Zeit. Und was Gott möchte, ist, dass du in der Zwischenzeit Stärke in dir trägst. Weil der Regen kommt wieder zurück nach Bethlehem. Das Wasser kommt wieder zurück nach Bethlehem. Es werden wieder Brunnen gegraben in Bethlehem. Aber Naomi zog aus, die Liebliche zog aus und mit ihr Elimelech. Mein Gott ist König. Und es gibt viele Leute, die gehen und die tragen in sich Gott als König. Und 10 Jahre später ist Tod hervorgekommen. 10 Jahre später sind sie ausgeblutet. Und die Söhne sind dahin. Und das ist mir so ein Wort für die momentane Situation, in der wir stehen. Weil ich kann diese Dürre kann ich nicht wegerklären. Und will ich auch gar nicht. Ich will da keine Tünche drüber schmieren und keine Kreide draufwerfen und gar nicht. Ich sehe das momentan so, aber ich weiß trotzdem, hier ist unser Platz. Und ich weiß, Gott hat uns zusammengestellt. Und ich will keine Beiboote haben.
Und er wird mich hier segnen müssen. Ja, dich auch, hoffe ich. So. Und manchmal packen wir unsere Schwerter aus und hacken die Beiboote ab. Und sagen, ich weiß schon, du willst nur gucken, ob das Boot von außen in Ordnung ist. Schon klar. Oh, was für Ausreden. Ich habe Fische gesehen, oder weiß ich lieber. So, bleib auf dem Boot. Ich befehle euch an, ich übergebe euch Gott, dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen. Weil Gott möchte, dass du, indem du festhältst an dem Wort, an dem, was Gott in dein Leben hineingesprochen hat, indem dass du festhältst daran, wird dein Charakter wachsen. Und Gott wird dir niemals, lass mich das nochmal sagen, Gott wird dir niemals geben, was er ausgesprochen hat in deinem Leben, bevor dein Charakter sich verändert hat. Zuerst musst du sterben, dann kommt die Auferstehung und dann kommt die Herrlichkeit. Immer in der Reihenfolge. Wir wünschen es uns andersrum. So. Und es funktioniert nicht so. Gott wird dir niemals etwas anbefehlen und anvertrauen, wenn du nicht vorher gestorben bist. Wenn nicht vorher dein Charakter verändert worden ist. Wenn nicht das Wort Gottes vorher durchgedrungen ist und in dir Sachen abgeschnitten hat. Sachen zum Tod gebracht hat. Sachen zum Sterben gebracht hat. Oh, was muss alles in uns absterben? Ein Haufen. Und Gott hat Zeit. Gott hat einen Haufen Zeit dafür. Bei Mose hat es 40 Jahre gedauert. Bis er von ich bin euer Retter dahin gekommen ist zu sagen, hey, du musst dir jemand anders suchen. Ich kann die nicht retten. Jetzt nehme ich dich. Paulus hat er 14 Jahre in der Wüste gebraucht. Bei Jakob hat er 14 Jahre gebraucht. Gott hat Zeit. Gott hat Zeit, sei du nur bockig. Gott hat Zeit. Gott hat Mose mit 80 berufen. Gott hat Abraham mit 100 zum Papa gemacht. Mit 100. Gott hat Zeit. Wir haben keine Zeit, aber Gott hat Zeit. Weil Gott will, dass dein Charakter verändert wird. Und die Zeit, die es braucht, die wird er dir geben. Halt du nur fest an dem Wort Gottes. Und lass das Wort seiner Gnade nicht los. Und lass dich auferbauen. Und lass zu, dass du indem, dass du ihm folgst, in Situationen hineinkommst, die sich gar nicht gut anfühlen. Meinst du, Paulus hatte die ganze Zeit Spaß? Wir haben gerade über den Stachel im Fleisch gehört. Wo er hingekommen ist, hat er Prügel gekriegt. Jede Predigt war mit Prügel beendet. Yay, Evangelisation, blaue Flecken. Ja. Gefängnis, auspeitschen. Schiffbruch, Räuber. Erzähl es auf im Korintherbrief, kannst du nachlesen. Das war kein Zuckerschlecken. War kein Zuckerschlecken. Aber in dem ist sein Charakter so geformt worden. Und in dem Leid und in den Herausforderungen ist Gott ihm so nah geworden, dass er wusste, ich gehe durch. Weil mein Gott ist bei mir. Sein Stecken und sein Stab trösten mich. Mitten im Tal des Todesschattens. Und auf der anderen Seite wartet ein gedeckter Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und da kommt die Salbung auf mich. Und da kommt die Kraft auf mich. Mein Becher fließt über. Nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Aber wo musste er vorher durch? Das Tal des Todesschattens. Du musst durch. Du kannst nicht zum gedeckten Tisch kommen, ohne durchs Tal des Todesschattens zu gehen. Weil da wird dein Charakter geformt. Da wirst du wertvoll. Bis dahin ist so viel Mist in deinem Leben drin. Und bis dahin bist du so ein bisschen Baller.
Und wir beginnen das geistliche Leben und die Reise unseres Lebens immer mit so einem Juhu. Und wir rennen los und sagen, yeah, Abenteuer, es wird klasse. So, und da gehen unsere Vorräte aus, wir landen in Mara. Und dann sagen wir, hu, so war das nicht gemeint. Alles stand auf dem Prospekt anders. So. Und dann sagt Gott, jetzt fangen wir an, Freunde zu werden. Jetzt fange ich dir an, die Kraft des Kreuzes zu zeigen, die aus bitter süß machen kann. Jetzt fange ich an, dich zu lehren, von mir abzuhängen. Weil bis jetzt bist du aus deiner Kraft gegangen. Ich will, dass du aus meiner Kraft läufst. Gott macht keine halben Sachen, auch mit dir und mir nicht. Und dazu müssen wir in unserem Wesen verändert werden. Und dann gibt das Wort Gottes dir ein Erbteil. Das Wort, was hier mit Erbteil steht, stammt von einem Wort ab, was eigentlich bedeutet, es wird ein Los geworfen. Und ihr wisst, als Josua das verheißene Land eingenommen hat und sie das Land verteilt haben, was haben sie gemacht? Sie haben Lose gezogen. Das Land bekommt Juda. Herzlichen Glückwunsch. Das Land bekommt Simeon. Herzlichen Glückwunsch. Alle haben geklatscht. Ich glaube, die haben geklatscht. So. So. Auch der Dienst ist so ein Los übrigens. Wusstest du das? In Apostelgeschichte 1 reden sie über Judas, der gestorben war. Sie sagen, er hat mit uns das Los seines Dienstes empfangen, des Apostelamt. Musste neu gelost werden. Das hat Matthias bekommen. Und er wurde der 12. Apostel. Er hat das per Los bekommen. Und so kriegen auch wir einen Erbteil zugelost. Und Gott im Himmel hat über dir Lose geworfen. Dir gebe ich Hohlneuendorf. Dir gebe ich Stolpe. Oder was auch immer. Du wirst Millionär für mich und finanzierst dieses und jenes. Du wirst Lobpreisleiter. Du kriegst einen Los. Und es spricht da über dir aus. Und es wird da oben festgeschrieben. Und ab dann ist das dein Erbteil. Und dein Leben ist nur dann erfolgreich, wenn du dich dazu hältst. Weil du kannst alles haben. Jesus sagt, du kannst die ganze Welt gewinnen und deine Seele verlieren, dann hast du gar nichts. Und es zählt nicht, was du hast und es zählt nicht, was du erreicht hast und es zählt auch nicht mal dein guter Name, wenn du nicht in deinem Los lebst. Weil dein Los ist das Erbteil und der Ort und die Bestimmung, zu der Gott sich verpflichtet hat, dich darin zu gebrauchen und dich darin zu segnen. Und du kriegst es nur durch sein Wort. Das ist krass. Und es verursacht wirklich Gottesfurcht. Weil du weißt, Eisenbahnfahren ist eigentlich ganz einfach. Da liegt eine Schiene. Wohin die Schiene geht, gehst du auch hin. Das ist Eisenbahnfahren. So funktioniert das christliche Leben. Das Wort Gottes liegt vor dir und wohin es geht, geht's. Aber darin musst du bleiben. Und unterwegs wirst du bearbeitet. Und es geht nicht anders. Aber so kriegst du durch das Wort Gottes ein Erbteil und wirst geheiligt. Und kommst hinein in das, was Gott über deinem Leben ausgesprochen hat. Und wir sehen, ich kenne eine Person, die es geschafft hat, ohne Bedrängnis in Segen hineinzukommen. Sein Name war Jabez. Ein mini kleiner 2-Vers-Abschnitt im ersten Buch Chronik. Und Jabez, dessen Name Schmerz bedeutet, bat den Herrn und sagt, Moment, das kann ich kurz vorlesen. Jabez ist cool. Nee, ich glaube das Erste. Meinst du Zweite? Ja, jetzt können wir eine Wette laufen lassen. So, ich meine, so hätte ich auch gedacht. Yes, gut. Also, 1. Chronik 4, Vers 9. Und Jabez, sein Name heißt Schmerz,
war angesehener als seine Brüder und seine Mutter gab ihm den Namen Jabes, denn sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabes rief zu dem Gott Israels und sprach, o, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, was er gebetet hat. Der ist der einzige Typ, der ohne Bedrängnis durchs Leben gegangen ist. Ansonsten in der Bibel siehst du immer krumme Schicksale. Es gibt kein so ein Schicksal. Und wenn du nun gerade in der Kurvenzeit in deinem Leben bist, dann geh durch. Das Leben geht nicht so, das Leben geht so. Guck dir einen Fluss an. Es gibt keine geraden Flüsse, es gibt nur gerade Kanäle. Aber Gott macht keinen Fluss gerade. Der fließt mal da lang und mal da lang, je nachdem, wie da gerade die Begebenheit ist und ob da das Flussbett einfacher da lang ist oder einfacher da lang. Das Wasser fließt einfach und dann geht seinen Weg. Und es mündet ins Meer. Und so ist manchmal unser Leben. Und wir wollen manchmal sagen, jetzt bin ich hier, da will ich hin. Und Gott sagt, hier, da, hier, hier. Und dann machen wir nochmal ein bisschen zurück. Und dann gehen wir so. Und du schipperst da in so einer Riesenkurve rum und sagst, oh mein Gott, wann werden wir nur ankommen? Und Gott sagt, oh mein Gott, wann wirst du endlich diese Sache über Bord? Ich würde dich ja auch lieber schneller hinführen, aber du bist halt nicht schneller. Gib's auf! Weiße Flagge! Wir singen das in Ungarn in dem Lobpreislied. Ich wedel meine weiße Flagge und gib auf. So. Na, wenn wir da hinkommen würden, dass wir Gott zulassen, Dinge in uns abzuschneiden. Manche Dinge will Gott gar nicht, in manchen Dingen will Gott gar nicht, dass du, wie soll ich das ausdrücken? Manche Wünsche, die du in dir trägst, will Gott gar nicht beantworten. Manche Wünsche, die du in dir trägst, will Gott töten. Manche Wünsche, die du in dir trägst oder Vorstellungen, die du in dir trägst, sind einfach nicht gut für dich. Und das kann nicht ich dir sagen, welche das sind. Das kann dir auch kein anderer Mensch sagen, welche das sind. Aber du wirst merken, wir reflektieren uns oft viel zu selten selbst. Aber du wirst merken, dass es Haltungen, Einstellungen und Neigungen in dir gibt, bei denen Gott einfach nicht bereit ist, Kompromisse zu machen. Wo er einfach sagt, ich lasse dich nicht weiter, bis du diese Sache nicht tot hast. Wenn es sein muss, machen wir 50 Wiederholungen. Und ich pack dich immer wieder in die gleiche Schleife zurück. Und dein Fluss fließt rückwärts. Und du bist in so einem Ewigstrudel drin. Und ich lasse dich da nicht raus. Der Fahrpreis fürs Weiterfließen ist, kill diese Sache. In meinem Leben gab es sowas. Und dann dachte ich, ich hätte es unter den Füßen und dann beißt es zum zweiten Mal. Weil er war noch nicht fertig. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Und er züchtigt jeden Sohn, den er liebt. Wenn du keine Züchtigung hast, liebt Gott dich nicht. Dann bist du nicht bei Gott. Wenn du bei Gott bist, züchtigt er dich. Er nimmt dich richtig, er sagt, leg dich auf mein Knie. Hose runter. Ball! So. Und du sagst, ah, das tut weh. Und er sagt, ja, es tut weh. Lerne daraus. Aber du bist ein ungezogener Bengel. Und du gehst in die zweite Runde. Dann sagt er, komm her, leg dich hin, jetzt kriegst du zweimal. Gott lehrt uns durch Konsequenzen.
Gott lässt uns nicht vom Haken. Er ist anders als unsere Eltern. Bei unseren Eltern haben wir gequengelt und dann sind wir irgendwie durchgekommen. Kein Quengeln hilft. Weil Gott wird nicht zulassen, dass du zu deinen Ungunsten durch Sachen durchkommst, die dich hinterher dein Leben kosten. Wenn in der Säule da unten Pappmaché eingebaut wäre, dann würde alles zusammenbrechen, was oben drüber drauf gebaut ist. Und in deinem und in meinem Charakter dürfen solche Dinge nicht drin sein, die das ganze Ding zum Einbruch bringen. Und deswegen lässt Gott uns nicht vom Haken. Das ist einfach, nö. Nö. Ich zeige euch mal so ein nicht vom Haken lassen Ding. Apostelgeschichte 8. Wir sind immer noch dabei, wie kann ich mein Erbteil einnehmen durch das Wort Gottes und wie kann ich daran Anteil bekommen. Und hier in Apostelgeschichte 8 lesen wir von der Geschichte, als das Evangelium nach Samaria kam durch Philippus. Und dann lesen wir davon, wie Petrus und Johannes nach Samaria kommen, nachdem Philippus weitergereist ist. Und die Schlüsselperson in Samaria ist Simon der Zauberer. Und Simon dachte, er könnte eine Abkürzung nehmen. Und Simon dachte, er kriegt die Möglichkeit, sich mit Geld etwas zu erkaufen, was Gott nur durch Charakter bereit ist zu geben. Okay? Das war ein Problem. Er dachte, Geld habe ich. Ich zahle dir, gib du mir die Gabe, mit Handauflegung den Heiligen Geist zu vermitteln. Und dann sagt Simon Petrus ihm ein krasses Wort. Der hat sich also bekehrt zu Jesus, Simon der Zauberer, und er wurde getauft. Okay? Er ist mittendrin in der Gemeinde und trägt Folgendes in seinem Herzen. Und jetzt kommt die Gabe der Geisterunterscheidung durch Simon Petrus und offenbart einfach mal, was im Herzen von Simon dem Zauberer ist. Und er sagt, Vers 20, Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort. Was für ein Wort? Nun, du und ich, wir haben Anteil daran. Wir sind im Heiligen Geist getauft. Und wir haben ein Erbe bekommen durch den Heiligen Geist. Ihr seid alle mega begeistert, aber Jesus musste dafür sterben und sein Leben geben, um das für den Menschen wiederzuerlangen, den Geist Gottes in sich tragen zu können. Der Höhepunkt der Erlösung bis jetzt, den Heiligen Geist in sich tragen zu können. Keine kleine Sache. Ein bisschen, Halleluja, wäre angebracht gewesen, aber kein Problem. Halleluja. Ja, wir sind ja auch bald fertig. So, und dass du den Heiligen Geist bekommen hast, beruht auf einem Wort, auf einer Verheißung, die Gott über dir ausgesprochen hat und die du im Glauben angenommen hast und dann hat er es ausgegossen über deinem Leben. Und er sagt zu Simon, du hast keinen Anteil und kein Erbe. Warum nicht? Denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. So tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag, denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Und er sagt, hey Simon, so funktioniert das nicht. Du kannst nicht denken, dass Gott weiteren Segen und weiteres Erbe dir auszahlen wird, bevor du nicht mit aufrichtigem Herzen vor Gott gehst und ihm all die bittere Galle und all die Tücke und all das Kaputte, was in deinem Herzen ist, Gott auslieferst. Und wenn du es ihm auslieferst, dann kann er dir vielleicht Gnade geben. Und dann kannst du vielleicht herauskommen und Anteil bekommen und Erbe bekommen. Versteht ihr, das
Erbe kommt durch das Wort Gottes, aber in welchem Maße und wann das Erbe in deinem Leben Ja und Amen wird und in deinem Leben sich verwirklicht, hängt davon ab, ob du vor Gott aufrichtigen Herzens bist und ob du Buße tust über den Dingen, die in deinem Leben noch falsch liegen. Weil vorher wird Gott dir das Erbe nicht auszahlen. Und diese Dinge, da können wir eine Menge davon lernen und eine Menge Gnade bekommen. Und von daher, ich möchte euch auch gerne diesem Wort, ich will euch noch eine Bibelstelle vorlesen, möchte euch auch gerne dem Wort seiner Gnade anvertrauen. Ich möchte zum Schluss noch Jakobus vorlesen. Im ersten Kapitel vergleicht Jakobus das Hervorkommen der Sünde in unserem Leben und Herzen mit dem Hervorkommen der Frucht des Wortes Gottes in unserem Leben. Beide werden in unserem Herzen geboren oder gezeugt. Die Sünde, die Begierde, wenn sie empfangen hat, gebiert die Sünde. Und der gleiche Prozess, wenn in unserem Herzen nicht die Begierde regiert, sondern wir in unserem Herzen das Wort Gottes empfangen, dann wird das Wort Gottes in uns auch etwas hervorbringen. Darüber redet Jakobus, das ist der Vergleich, den er hier anstellt im ersten Kapitel. Und ich lese mal ab Vers 15. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Das ist sein Ziel. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören. Warum müssen wir schnell zum Hören sein? Warum ist das das Erste? Weil wir müssen dieses Wort der Wahrheit hören. Und darin müssen wir schnell sein. Du kannst auch langsam darin sein. Das ist dein Problem. Aber besser ist, schnell zu sein zum Hören. Hier, also das ist quasi die Gebrauchsanweisung zum Wort der Wahrheit. Und Gott sagt, also ich wünsche dir eigentlich, dass du schnell zum Hören bist. Du kannst es anders machen, aber es ist nicht gut. So, sei schnell zum Hören. Langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Später sagt Jakobus im dritten Kapitel, dass wir nicht in großer Zahl Lehrer werden sollen, weil Lehrer ein schwereres Urteil empfangen. Sie sind diejenigen, die das Wort Gottes reden und das Wort Gottes weitergeben. Und man bekommt ein härteres Urteil, wenn man selbst Einsicht und Erkenntnis hat und predigt. Deswegen sollen wir langsam zum Reden sein. Wir sollen erstmal schnell und viel hören und dann können wir anfangen, irgendwann zu reden. Wer zu früh anfängt zu reden, ist nicht gut. Und wir sollen langsam zum Zorn sein. Zorn ist immer dann unser Problem. Zorn ist eine gesunde und natürliche Reaktion des Menschen dann, wenn unsere eigene Gerechtigkeit verletzt wird. Okay? Weißt du, dass Gott die Menschen manchmal zornig macht? Indem er deine Gerechtigkeit verletzt? Hast du schon mal Jona gelesen, wie sauer der auf Gott war? Gott hat seine Gerechtigkeit verletzt. Er hat ihn hingeschickt, gesagt, verkündige, alles wird vernichtet. Dann hat er allen Gnade gegeben. Jona stand da wie ein falscher Prophet und ein Idiot. Und dann war Jona sauer auf Gott. Hat Gott ihm einen Baum wachsen lassen an einem Tag? Hat er einen Tag Freude gehabt, am nächsten Tag kam der Wurm, hat er einen Tag gar keine Freude gehabt und war noch mehr sauer. Dann hat Gott gesagt, du bist sauer über den Baum, der an einem Tag gewachsen ist, am nächsten Tag wieder abgeblüht ist und bist gnädig mit dem Baum und ich soll 120.000 Menschen, die Rechte nicht von der Linken unterscheiden können, einfach so hinweg tun. Ja, oder? Komm schon. Schluck's runter, die Kröte.
Manchmal verletzt Gott unsere Gerechtigkeit. Manchmal benutzt er Brüder und Schwestern dazu, unsere Gerechtigkeit zu verletzen. Ja, wirklich. Und das guckt er sich ganz genau an, wie wir damit umgehen. Sei langsam zum Zorn. Deine Gerechtigkeit wird Gott verteidigen, nicht du selbst. Wenn du zornig bist, gibst du damit zu verstehen, du verschaffst dir selbst Gerechtigkeit. Aber die Rache ist mein, spricht der Herr. Ich will vergelten. Das hat Jesus sogar am Kreuz fertiggebracht. Er hat für die Übeltäter gebetet, das Wort Gottes zu erfüllen. Hat das seine Gerechtigkeit verletzt? Ganz schön. Noch nie hat jemand so eine große Gerechtigkeitsverletzung in Kauf genommen, den Willen Gottes zu erfüllen, wie Jesus von Nazareth. Er hatte eine absolute Gerechtigkeit. Er war vollkommen im Gesetz. Es gab keinen Makel an ihm. Er hat diese vollkommene Gerechtigkeit vor Gott hingelegt und gesagt, du kannst diese vollkommene Gerechtigkeit vorne und hinten verletzen. Und ich lege diese Gerechtigkeit in den Staub. Und ich weiß, du wirst meine Gerechtigkeit wieder aufrichten. Deswegen ist er ein riesiges Vorbild für uns. Aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht sprechen. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit. Das ist genau das Gleiche, was Petrus zu unserem Freund Simon gesagt hat. Legt das alles ab, tu Buße darüber, werde aufrichtigen Herzens vor Gott und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Und das ist das Fantastische. Gott spricht in jedes Leben von jedem Gläubigen ein Wort hinein, das er hineinpflanzt. Und das ist bei jedem was anderes. Aber es ist bei jedem ein Wort der Gnade und ein Wort der Wahrheit. Es ist bei jedem ein solcher Same, der die Kraft hat, deine Seele zu retten, dich zu erbauen und dir ein Erbteil zu geben. Darauf vertrau. Guck nicht auf die Umstände. Guck nicht auf den Sturm, guck nicht auf die Schlange, guck nicht darauf, dass dein Leib erstorben ist oder deine Frau 90 ist oder weiß ich nicht. Guck auf das, was Gott zu dir gesagt hat. Halt daran fest und dein Leben wird erfolgreich sein. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Setz es um, leb's, trachte danach und geh, lauf diesen Lauf. Und dann wird Gott dich nach und nach verändern, im Innern verwandeln und dich hineinführen, dir ein Erbteil zu geben. Und nach dem Todestal, dem Tal des Todesschattens, kommt dann auch dein gedeckter Tisch, dein gesalbtes Haupt, dein Becher fließt über, Güte und Barmherzigkeit ringsum. Und du wirst bleiben im Haus des Herrn immer da. Das wünsche ich dir. Sei gesegnet und vielen Dank, dass ihr mich angehört habt.